Wow, das ist ja eine Ewigkeit her, dass wir dass du abgehauen bist, um Kohle zu machen? Habe ich das damals so gesagt. Mächtig Asche verdienen, hast du es genannt. Das habt ihr euch wohl gemerkt. Ja. Das und dass du plötzlich nicht mehr in die Schule gekommen bist. Hat sich's dann gelohnt? Hast du Kohle gemacht? Ich hab dir doch gesagt, ich rufe dich gleich nochmal an. So super schnell ist dein Schwangerschaftstest nun auch wieder nicht. Herr Schmidt? Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Mascha und ich sind sozusagen Kolleginnen. Ich habe jetzt ihren Job in Sebastians Sekretariat. Im Vorzimmer oder direkt auf dem Schreibtisch? Es ist wahnsinnig viel zu koordinieren, das denkt man gar nicht bei so einem kleinen Theater. Wenn jetzt auch noch das Baby kommt. Ja, wenn du damit meinst, zweimal am Tag ans Telefon zu gehen und einen Gerichtsvollzieher nicht reinzulassen, hast du bestimmt recht. Sag mal, und den hast du gepoppt? 5 Jahre sogar, bis er dann irgendwann das kleine Gänseblümchen aus seinem politischen Kindertheater vom Wegesrand gepflückt hat. So war das nicht immer schon beim Tag. Die allerdings hat dann bei einem Werbespot für eine Bodylotion den Regisseur von Schatten der Vergangenheit kennengelernt. Und seitdem spielt sie die Geliebte des Rittmeisters in seiner Telenovela. Krass, ey, ich liebe Schatten, ich kacke ab, ich liebe Schatten der Vergangenheit. Und du hast die Blonde gepoppt? Also, Junge, Respekt. Um etwas zu relativieren, das war... Moment, du hast was mit der Evi gehabt? Pauschal kann man das nicht sagen. Also, du hast zu mir immer gesagt, ihr würdet nur die Rolle zusammen durchgehen. Das ist ja lustig. Zu mir hat er das auch immer gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal alle durchatmen. Bist du bescheuert? Das Baby kommt! Guck mal, da läuft was aus. Das ist ja krass, ey. Hey, das Fruchtwasser! Kollege, ey, dein Eifer hat da. Was soll ich denn machen? Sie ist hier, Baby. Muss doch rausschießen, ey, Alter! Ja, cheers. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, mein Kopf! Oh, was mache ich denn hier auf der Couch? Oh, mein Kopf! Marc? Vincent? Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer du bist. Schatz, ich muss das hier fertig machen. Oh. 5 Minuten, versprochen. Deine 5 Minuten. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel das wert war? 3 Kilowattstunden Strom. Jedenfalls wert deine Scheißflut. Richard, was denkst du eigentlich? Dass wir uns alle keine Sorgen machen, oder was? Du hast uns gegenüber auch eine gewisse Verantwortung, vergiss das nicht! Oh, Scheiße! Platz da! Ich hab's eilig! Mann, und wie geht's dir jetzt? Na, soweit ganz okay. Wie gesagt, der Fuß tut noch ziemlich weh und ich bin den ganzen Tag schon so müde. Du hast echt so Glück gehabt. So ein Sturz, das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Der Typ, der dich geschubst hat, wo ist der?
Keine Ahnung. Ich bin erst hier wieder zu mir gekommen. Das wird ja echt immer besser. Und dein Job? Daraus wird wahrscheinlich nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit der Besetzung der Stelle auf mich wartet. Und du arbeitest nochmal als was? Lizenz verkaufen, so ein Zeug mache ich. Ich hab das alles schon gesehen, das alles schon einmal gesehen. Soll mich der Tod